So, willkommen zurück zu Gossi 3 Götterdämmerung. Folgender Plan, weil wir noch so schlecht sind und einfach nichts aushalten, würde ich sagen, wir können ja auch... Oh, sorry, ich kämpfe jetzt mal so in eine Blutflüge. Das meine ich übrigens mit Vergiften, unten rechts seht ihr das. Die können wir zwar schnell umbringen, aber ihr seht selbst, die verlieren jetzt relativ viel Energie. Mal gucken, wie viel wir insgesamt verlieren. So, was wollte ich machen? Ich wollte zum Schreiben. Na, Hälfte ungefähr schon weg. So, wo war denn jetzt hier der... Ich würde nämlich mal ein bisschen Lebensenergie entwickeln. Alter, sterben wir jetzt davon oder was ist jetzt hier los? Nee. Also, guck mal, einmal verseucht sein, ja, und schon hast du da richtig ordentlich Betrieb. Der hat noch nicht mal ein Bett hier oder was? Ich brauche ein Bett, Jungs. Ich will mal gerne... Ja, scheiß drauf. So. Hier ist die Arena. Nee, ich suche den Schrein. Ich würde nämlich mal gerne ein bisschen... Wir haben ja ein paar Lernpunkte. Guck mal. Wir haben 69... Ja, fast 80 Lernpunkte, wenn wir so ein Level weiterkommen. Haben 270 Lebensenergie. Da können wir doch einfach mal ein bisschen aufstocken. Dann wird es doch alles ein bisschen einfacher. Ich bräuchte nur den Schrein. Wo war denn der Schrein? Ich meine, der war hier irgendwo außen. Hier irgendwo. Ja, theoretisch. Ups. Scheiße. Nein, wo sind wir denn jetzt? Weil ich kann nicht schnell rennen, Jungs. Oh, nee. Na, klasse. So, dann kann ich erzählen, was wir jetzt machen in der Folge. So. Also, letzte Folge haben wir ja eigentlich das Bett des Schwarzmagiers und das ganze Labor von ihm im Grunde genommen gefunden. Aber er war nicht da, wo wir nachts hingelaufen sind. Das heißt... Wir werden einfach mal jetzt versuchen, unsere Lebensenergie ein bisschen zu steigern. Das ist immer noch der Plan A. Und Plan B ist, dass wir da wieder hinlaufen. Vielleicht mit unserer neuen Lebensenergie versuchen, die Scavenger und den einen Goblin da noch Platz zu machen. Das sollte eigentlich funktionieren. Und dann können wir da einfach mal warten auf ihn. Da gibt es ja auch ein Bett und dann schlafen wir einfach mal. Bis Mitternacht oder sowas. Und dann ist der vielleicht dann wieder da. Gucken wir einfach mal. Oh, jetzt können wir schwimmen. Schwimmen geht schon ein bisschen schneller voran jetzt hier. So, zack. Jetzt sind wir aber natürlich so weak, dass wir uns überhaupt nicht erlauben können, denen eben was zu kämpfen. So, wo war jetzt der blöde Schrein? Der war doch eigentlich... Was ist denn hier hinten gewesen? War hier hinten nicht irgendwas? Nee. Okay. Sehe gar nichts. Der war hier an dem Tempel, war auf jeden Fall ein Schrein, das weiß ich. Hier, zum Beispiel. So, Bea, gib mir mal ein bisschen Lebensenergie hier. Warte mal, wir können vorher noch... Wir haben noch ein paar Kräuter, glaube ich. Wir können, glaube ich, noch ein paar Kräuter einnehmen. Gesundheit. Zack, zwei Lebensenergie, nehmen wir schon mal. Und Ausdauerkräuter können wir auch machen. Bringt nicht so viel, aber immerhin. Ein Kronstück haben wir nur, das ist ziemlich wenig. Egal. So, wie viel Lebensenergie haben wir jetzt? Scheiße, ich hab mich geguckt. 272, da steht's. So, gib mir mal magische Kraft. Lebenskraft. So, wir können... Aha, also 4 Leben sind ein Lernpunkt. Das heißt, wir können erstmal auf 280, dann nehmen wir auf 300. Ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel Lernpunkte dafür ausgeben. 340 Lebensenergie oder wollen wir gleich richtig aufstocken auf 400? Komm, wir machen mal auf 400. Jetzt haben wir natürlich ziemlich viel Lernpunkte ausgegeben, aber... Und auch ein bisschen... Halt. Ja, ich will doch ja nicht rein, Junge. So, aber... Jetzt können wir ein bisschen was. Hier ist zumindest der andere Schrein gewesen, sehr gut. So, und wir müssen jetzt da jetzt raus. Perfekt. Jetzt können wir wenigstens mal ein paar Kämpfe durchhalten. Warte mal, jetzt können wir gegen die Goblins kämpfen. Muss ich trotzdem nochmal pennen vorher. Das Bett ist belegt. Aber gibt es ja auch mal ein Bett, wo ich pennen kann? Ich guck mal, ob in der Hütte irgendwie ein Bettchen steht. Was ist Komm, steh auf, geh weg vom Bett. Du bist so behindert, Alter. Egal. So, wo war denn? War hier irgendwo gleich rechts, ne? Ah ja, war da genau. Okay. Gar nicht so weit zurücklaufen. Also wie gesagt, ich glaube, das sieht so stark danach aus, dass hier der komische Magier sein soll.
Also jetzt nehmen wir das Sonnenkraut hier mit. Oh, ob er jetzt da ist? Nee. Hm. Na gut. Ich würde sagen, wir pennen jetzt einfach mal bis morgens. Laden uns damit wieder auf. Morgens ist er auch nicht hier. Nee, er soll ja eigentlich auch erst nachts da sein. Vielleicht ist er auch erst am Abend da oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich jetzt hier mal noch die Scavenger und den Goblin töten, weil die uns ja damals auch umgebracht haben. Können wir versuchen, ob wir den Goblin einzeln rauslocken können. Das sieht gut aus. Guck mal her, Junge. Und zwar so kämpfen wir wieder, dass er wieder über uns steht. Easy. Ah, da ist noch einer. Keiner Schauer. Lassen wir auch mal ran hier, den Typen. Achso, er muss uns ja sehen. Hallo, hier bin ich. Na komm ruhig runter hier. Easy. So, und jetzt müssen wir die ganzen Scavenger platt machen. Das wird natürlich mal ein anderes Tier werden. Wir können die eigentlich auch... Ups. Wir können die eigentlich auch ranlocken. Weil hier einfach eine super Kampfposition ist. Ja, läuft schon mal bei uns hier, ne? Okay, aber okay, jetzt hätten wir die ganzen Lebensmoral ja nicht gebraucht, aber das sah schon mal gar nicht so schlecht aus. Das war alles der Kampfposition geschuldet, Jungs, ich sag's euch. Viel mehr war das nicht. So, eingebratenes Fleisch gönnen wir uns mal. Das ist noch eine Mana-Pflanze, die ich ganz gerne haben möchte. Hier ist noch eine Schlange, die nehmen wir auch noch mit. Wir haben ja gerade ordentlich Erfahrung ausgegeben, da müssen wir natürlich wieder ein bisschen was reinholen. So, und jetzt würde ich sagen... Die haben ja gesagt, beziehungsweise was heißt die, der eine, der Garan hat es vor allem gesagt, dass der nachts hier irgendwo sein soll. Auf dem Berg eigentlich. Jetzt würde ich sagen, pennen wir einfach wieder bis nachts. Beziehungsweise, ja, wo macht die Snapper? Ach, die Snapper, scheißen wir auf die Snapper. Ich will jetzt endlich mal den Magier hier finden, sag mal. Haben wir eigentlich Thema Mission? Haben wir jetzt eigentlich da irgendwelche wertvollen bekommen? Hier, ich kann es auch nochmal vorlesen. Hier, abends verschwindet er immer, um auf irgendeinen Hügel zu übernachten. Sagt, er könne den Lärm des Lagers nicht aushalten. Ansonsten hält er sich in den Häusern im Lager auf. Okay. Du, das ist eigentlich kein Hügel hier, ne? Sind wir ehrlich. Aber das sieht so stark nach dem Maya hier aus. Das ist schon immer feierlich. Gut, dann laufen wir nochmal nachts rum, suchen ihn nochmal. Und wenn es jetzt die Episode auch nichts wird... Weiß ich nicht, dann suche ich den entweder mal alleine oder guck da irgendwie nach oder so. Ich werde jetzt nicht ewig an den Magier hier gebunden sein, nur weil ich den Typen nicht finde. Das ist doch irgendwie langweilig. Jetzt ist es genau 0 Uhr nachts. Da ist ein Hirsch, den kriegen wir eh nicht. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Jetzt könnte ich mir halt super vorstellen, dass er hier aus dem Lager rauskommt. Hörschli, Hörschli. Oh, da ist ein Snapper. Nee, Snapper. Mach mal ruhig. Macht mal einen ruhigen. Und dass der vielleicht hier irgendwo hochläuft. Ne, ist nur so ein Ast. Da oben wäre halt noch eine Höhle. Hier ist er ja nicht irgendwo, ne? Nee. Gehen wir mal noch höher. Vielleicht ist der auch hier oben. Wo das echt schon ziemlich weit ab vom Schuss ist. Eine Menge freie Erfahrungspunkte, die nehmen wir natürlich mit. So. Gucken wir mal, was in der Höhle drin ist. Erstmal nichts. Nix. Ein riesen Skeletthaufen, das heißt hier war mal richtig Party war hier mal. Aber noch sehe ich nichts. Schon mal gut. Oh, ein Heiltrank. Nice. Nur drei. Oh, scheiße, mein Crawler.
Tee. Hier ist er wahrscheinlich nicht. Hier sind Mindcrawler drin. Wollen wir versuchen, welche umzubringen? Wir können ja mal versuchen. Ach du großer Gott. Na, ich muss mal hier vorne kämpfen. Alter, das wird hundertprozentig nichts. Wir sind zu schwach. Immerhin, also jetzt wären wir glaube ich schon, wenn wir uns nicht geheilt, also wenn wir jetzt nicht die Lebenspunkte hochgesetzt hätten, wären wir jetzt schon tot. So hätten wir jetzt wenigstens noch wegrennen können, theoretisch, aber ich meine, das bringt ja gar nichts. So, das heißt, hier ist er auch nicht. Dumm ist, irgendwann hier kommt ein Wag. Und dann haben wir sowieso verschissen, weil da kommen wir eh nicht durch. Also ich denke mal nicht, dass wir einen Wag umbringen können, wenn wir schon mit zwei Wölfen... Ja, hier ist nämlich der Wag. Ist ein einzelner Wag? Vielleicht haben wir eine Chance, den in einen einzelnen Wag kommen. Wir versuchen mal, einen einzelnen Wag umzubringen. Das wäre nochmal was. Das war ein super Pfeil. Okay, mit dem Bogen machen wir gar keinen Schaden. Komm her, Süßer. Das sieht aber gut aus. Boah, Hälfte Leben weg. Okay, aber immerhin. Also einzelne Gegner, das geht noch irgendwie. Du, wir haben auch ungefähr die Hälfte runtergeschossen. Also die Hälfte der Lebenspunkte runtergeschossen. Ich meine, glaube ich, mit dem Schwert wäre es dann echt knapp geworden. So, aber jetzt können wir wenigstens hier lang laufen. Achso, da ist noch ein Wart. Na komm. So, einen kann ich noch. Na komm ruhig, Süßer, na komm ruhig. Ja, das ist wieder das typische Kampfsystem. Ich stehe wieder irgendwie über ihn und konnte die großen Schläge nicht treffen. Nervig. Aber trotzdem hat es irgendwie ganz gut funktioniert. So, jetzt haben wir... Waage können wir umbringen. Das ist ganz, ganz komisch hier. Drei Wölfe haben wir Probleme, aber ein einzelner Waage ist kein Ding. Der muss da jetzt hier irgendwo sein, sag mal. Und wir lassen mal das Spiel ein bisschen nachladen, bevor er wieder abstürzt. Oh, Alter, die FPS-Einbrüche. Alter Schwede. Okay, hier läuft er nicht in die Höhle gerade rein. Dann gehen wir noch weiter hoch, oder? Das macht irgendwie für mich gar keinen Sinn, aber das Spiel an sich... ist halt auch sinnfrei. Ich höre schon wieder irgendwelche... Bei der Hanglage kann ich mir zwei Wölfe relativ easy vorstellen, vor allem wenn die einzeln kommen. Dann komm doch mal her jetzt hier, Junge. Oh oh. Wieder ein bisschen runter. So typisch. Also wenn ihr auf der ebenen Fläche seid, kann ich euch nur empfehlen, macht die kleinen Angriffe. Die machen Wesen irgendwas. So, wir laden uns mal wieder voll auf. Ich sehe den immer noch nicht. Da ist eine Schlange. War dahinter noch was? Nee. Das ist noch eine Eidechse. Wir laufen jetzt hier einfach mal den Berg hoch. Also, warum nicht, ne? Ach Gott, sind wir jetzt in Nemora? Ja, und Nemora ist aber von den richtigen Orks befallen. Und zwar von bösen Orks. Nichts mit Rebellenlager oder sowas. Sowieso gar keine Chance, Jungs. Also, das können wir direkt stecken. Aber der Teleporter, vielleicht kriegen wir den Teleporter von Nemora wenigstens noch hin. Der war im Hauptspiel nämlich hier vorne irgendwo. Der lag hier irgendwo rum. Ich sehe ihn aber jetzt nicht persönlich. Kann hier nochmal gucken? Ne. Auf dem Stein liegt er auch nicht.
Ne? Na gut, also das Ortlager, das müssen wir irgendwann später machen. Das ist ja hier lächerlich. Kriegen wir nicht ansatzweise geregelt. So, ich würde sagen, wir laufen nochmal zur Höhle. Jetzt laufen wir extra nachts hier rum, sehen nichts, können keine, können kein Zeug aufsammeln. Laufen wahrscheinlich an drei Truhen vorbei oder sowas, weil wir sie einfach nicht sehen. Das bringt nichts. Den Hirsch. Ja, wir sliden hier mal so ein bisschen runter hier, ne? Zack, zack, zack. So, wie gesagt, ich gehe nochmal rein. Aber ich ahne Schlimmes. Ich habe keine Ahnung. Also hier auf den Bergen ist er nicht. Formulieren wir es mal. Gehen wir mal ganz logisch an die Sache ran. Hier ist er nicht. Wo ist er dann? Wo könnte er noch sein? Andere Seite habe ich auch letzte Folge schon geguckt. Hier ist der Tempel. Wir können hier natürlich mal im Weg lang laufen. Vielleicht ist er hier irgendwo. Warum schleicht denn der jetzt hier so rum? Aber eigentlich kommen jetzt hier nur, genau, hier kommen jetzt irgendwie zwei Snapper, die wir vielleicht mal platt machen könnten. Also zu hoch, okay. Na komm doch her, Junge. Da! 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 Ja, das wird knapp. Das wird knapp! Easy. First try. Easy. Wir wären schon wieder tot gewesen, oder? Wir haben uns 128 Leben gemacht. Nee, wir wären nicht tot gewesen. Oh, oh, wir hätten noch 12 Leben gehabt. Okay, alles klar. Nice. Mist, hat uns da jetzt was gebracht hier. Ich dachte, wir sind jetzt besser. So, hier, also wie gesagt, ich sehe ihn hier auch nicht. Der ist hier nicht. Freunde, der ist hier nicht. Wir müssen in den Tempel rein. Ich glaube hier unten, ja hier unten, ich will doch nicht hier runter. Da sind ja die Nashörner. Na gut. Also wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. So, wir gucken mal, ob wir hier runterspringen können. Dann können wir wenigstens ins Lager rein. Er soll sonst in irgendeiner Hütte sein. Das hatte ich aber für ein Gerücht, weil ich habe damals schon mal die Hütten durchsucht und ich habe niemanden gefunden. Das kann ich mir echt bei Weitem nicht vorstellen, dass er hier irgendwo sein soll. Und hier ist ja der blöde Tempel, wo wir nicht reinkommen. Also ich denke mal eher, dass er hier drin sein wird. So, ich würde sagen, wir quatschen einfach nochmal mit den Leuten. Vielleicht nochmal mit Torus, vielleicht hat der irgendwie noch was zu sagen. Was willst du? Haben du und dein Bruder nichts Besseres zu tun, als mich ständig anzuquatschen? Du und dein Bruder, Alter. Willst du mich im Kampf unterrichten? Ja, toll. So lächerlich, Freunde. So, was haben wir hier eigentlich? Aha! Ja, von wegen Teleporter hier. Easy! Haben wir ihn doch! Von wegen der Teleporter ist irgendwie unterm Orttempel, ja. Das stimmt eigentlich, aber das ist ja nicht der Orttempel. So, wir nehmen uns wieder ein bisschen was mit. Interessiert ja sowieso keinen in dem Spiel. Nicht über Jossi 3, wo du dann, wenn du zu viel mitnimmst, dann irgendwie mit allen Ärger kriegst. Das ist hier nicht so. Ist hier eigentlich jemand? Jo. Du bist aber nicht der Schwarzmaler, den ich suche, oder? Du musst weiter. Ich brauche Ruhe. Ah, nee. Anscheinend nicht. Uninteressant. Uninteressant. Schön. Ist alles uninteressant hier. Also ich glaube, unser Hauptauftrag ist wirklich, wir kommen sozusagen nicht weiter, wenn wir nicht diesen einen Magier finden. Bin ich ehrlich. So, 81 Fleisch haben wir jetzt wieder. Ich guck mal kurz, wie lange die Folge noch geht. Na, die ist eigentlich sozusagen vorbei. Wir können noch ein bisschen rumeiern und dann würde ich einfach mal gucken. Das war super.
noch ein schöner Fail hier am Ende. Da würde ich einfach mal gucken, weiß ich nicht, ob ich so rumlaufe oder im Internet oder sonst sowas. Oh, warte mal, die pennen gerade alle. Die pennen gerade alle. Können wir hier irgendwas abstauben? Oder waren wir ja schon? Wir können auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen hier. Eigentlich nur Schwachsinn, aber wir können was mitnehmen. Können wir auf jeden Fall später, wenn wir es schon nicht einnehmen, können wir es wenigstens verkaufen. Ah, da ist noch was. Okay. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich zu wecken. Habe ich auch. Ah, Waffenbündel können wir eh mitnehmen. Da sind sie ja eh nicht mehr. Das ist auch ganz komisch, dass man Waffenbündel mitnehmen darf, aber alles andere, da sind sie am Start. So, haben wir hier noch irgendwas eigentlich, was wir noch mitnehmen können? Auch nochmal Waffenbündel. Boah, das sehe ich gar nicht, ey. Krass. Oh, hier sind noch ein paar Schwerter und so was. Ja, komm, die nehmen wir noch mit in der Folge. Warte, zack, zack, zack. So, Armbrust, Eintopf. Boah, ist das Schwert. Ich dachte, ein richtiges Schwert. Du bist ein Söldner, alles klar. Nein, da kommen wir hier auch raus. Na komm, machen wir so ein bisschen eine Sneaky-Sneak-Mission noch am Ende draus. Damit wir wenigstens irgendwas, in der Folge geschafft haben. Wer bist du eigentlich? Wann startet der nächste Angriff? Wenn Khan ihn befiehlt. Wer ist ein Khan? Und jetzt lass mir die Ruhe, Morra. Warum dienst du Taurus? Khan ist doch, glaube ich, der oberste Ort gewesen, ne? Ich diene Khan. Traut Khan Taurus? Khan traut nur sich selbst. Was wird Taurus machen, wenn Gorn besiegt ist? Er wird Khan zum Anführer von Gotha und Montera machen. Also ist Khan in Montera? Normalerweise war der doch in Faring. Meines Erachtens, oder? So, wir gehen nochmal kurz hier in die... Ah, ne. Müssen wir wieder schon von hier aus reinlaufen. Hey, Mama! Warum schleichst du hier herum? Mach mal ruhig, Junge, mach mal ruhig. Du, mal dreh ich mal nach hier um, genau. Guck doch mal weg, Junge! Du tust genau dahin, okay. Ah, hier ist eh nichts, okay. Nehmen wir noch ein bisschen Schnaps und so was mit, ne? Für die einsamen Stunden in der Höhle, wenn wir auf den Magier warten. Können wir ein bisschen Brot essen, ein bisschen Schnaps trinken. Das klingt doch ganz gut. So, dann würde ich sagen, beende ich ja die Folge hier. Und dann tue ich mal, wie wir das mit dem Magier machen. Ich habe keine Ahnung. Bis denne!